Hallo zu einem neuen Short View Review Video und Pickups. Es ist ein spezielles Pickup, denn kennt ihr diese Toys? Das sind Zoids. Zoids sind 1984 bis 87 in Deutschland erschienen, stammen von der Firma Tomy. Tomy gehört mittlerweile, also ist ein japanischer Spielzeughersteller, der mittlerweile an Takara verkauft wurde. Die Firma heißt jetzt Takara Tomy und die bringen die Transformers heraus. Takara hat vorher schon Transformers herausgebracht und ihre Konkurrenzfirma aufgekauft. So was passiert. Und ja, ich habe einige Zoids in meiner Kindheit gehabt, viele leider nicht. Bei uns ist die Serie wirklich nie wirklich richtig beworben worden. Es gibt davon auch bis heute erscheinen Zoids, auch neu aufgelegt in anderer Form und eigentlich recht interessant. Meistens sind das eben halt hier wie hier Tiere, ein Skorpion, eine Raupe und ein Godzilla. Ja, das ist also eine Mischung aus T-Rex und Godzilla, deswegen heißt er auch Zoidzilla. Ja, den habe ich vorher noch nie besessen und deswegen, darum geht es eigentlich. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz. Soll gar nicht so ein intensives Video über die Zoids sein. Es ist eine interessante Toyline, wie gesagt. Es ist Spielzeug rausgekommen. Original begann es so um die 1982 in Japan. Und war auch eine Konkurrenz zu Diaclone. Diaclone ist ja Transformers-Figuren eben gewesen, die späteren Transformers, denn die Amerikaner haben ja die Diaclone und Microchange-Serie von Takara aufgekauft und daraus dann die Transformers, wie wir sie heute kennen, gemacht. Die Zoids waren so ein bisschen leichte Konkurrenz, denn sie waren nach dem gleichen Spielprinzip. Fahrzeuge oder in dem Sinne jetzt Maschinen, Roboter, die Tiere wie den Skorpion, die Raupe nachahmen und von kleinen Piloten gesteuert werden. Hier kann man es sehen, hier drin. Ich versuche es vorsichtig, die sind empfindlich mittlerweile. Ihr seht einen Piloten hier vorne drin und auch hier in dem Zoidzilla ist ein Pilot. Damit werden sie gesteuert. Das ist das Spielprinzip. Es gibt zwei Fraktionen, gute und böse. Ich habe jetzt, muss ich sagen, gar nicht so den, wie die Namen einzeln dieser Sachen sind. Aber da kann ich mir was zur Hilfe nehmen und welche Gruppierungen. Und zwar habe ich einen Katalog mal mitgenommen von Zoids. Ist auch von 85, 86. Ich war schon Transformers-Fan und ich habe sie aber gar nicht so früh bemerkt. Ich glaube, das habe ich etwas eher mitgenommen. Aber als die schon im Sale waren, so 87, habe ich mir meine gekauft. Ja, warum ich euch das zeige, da komme ich gleich. Denn diese hier, obwohl das ist zwar mein eigener, aber die beiden sind neu. Und das ist ja auch, deswegen sagte ich ja Pickups. Das ist noch mein alter Katalog. Und hier den werde ich auch in einem anderen Video mal komplett auseinandernehmen. Einfach mal angucken mit euch und darüber ein bisschen quatschen. Und ja, es ist eine interessante Toyline gewesen, die, wie ich sagte, zur Microchains und zur Diaclone-Serie Konkurrenz war, weil die Piloten eben halt hatten und mit sozusagen menschliche Piloten und kämpften eben halt Mechs gegeneinander. Ähnlich war es ja bei den Original Transformers oder Diaclones gedacht, denn die hatten wirklich kleine Figuren dabei. Wer genau darauf achtet beim vielen Transformern von der ersten G1-Reihe, der sieht kleine, Positionen oder Möglichkeiten, einen Piloten in den Transformer zu setzen. Sei es nur bei Optimus Prime, vorne im Führerhaus. Ich dachte immer, da kommen die Fäuste rein. Nein, da gehörten zwei Piloten rein. Also zwei kleine Figuren, die eben halt Optimus Prime in dem Sinne steuern sollten. Und auch die Dinobots haben eine kleine Pilotenkatze. Ist einem als Kind nie aufgefallen, weil wir in Europa ja diese Piloten nie hatten. So, und das war ein ähnliches System. Mechs von Menschen gesteuert. Ein Spielzeugkonzept wie Animes, Mangas, Comics gab es damals noch nicht. Das begann wirklich erst später und auch Transformers hat viel dazu beigetragen, dass die Japaner gesagt haben, wir machen zu dem mehr Hintergrund. Es gab es schon, so wie bei Macross, dass es Figuren gab und eine Anime-Serie, das ist ja auch so 85 in dem gleichen Zeitraum wie Transformers erschienen alles. Aber ja, bei dem leider nicht. Es
da sehr viel Computerspiele und ja, es ist nicht so vertreten hier in Deutschland, muss man sagen. Es ist leider verschwunden. Ich hatte den Katalog von 1987 herum beibehalten. Hier sieht man ja auch, wie gesagt, Tomy, die fantastischen Urweltwesen von Tomy. Ich sprach von zwei Fraktionen. Hier wird auch vom Angreiferteam gesprochen, die Bösen, die so ein Schlangensymbol haben. Ich zeige es kurz mal hier, da seht ihr das. Und von dem Beschützer oder so Team war das, ne? Wenn ich das jetzt eben richtig gesehen hatte. Ach komm, Blätter um. Schon so alt, dass man die Seiten nicht... Verteidigerteam hieß die. Dann haben sie da so einen kleinen Blitzsymbol. Nicht schlecht. Wie gesagt, das wird nochmal einzeln durchgeguckt. Aber diese sozusagen sind neu. Den habe ich jetzt auch nochmal neu bekommen. Und ich habe es mir die bei Kleinanzeigen... hat jemand sie verkauft, aber ich habe sie nicht nur wegen den Figuren gekauft, sondern weil was Geiles dabei war. Und ich fange mit klein an, da waren die Boxen dabei. Und auch die Anleitung und das alles komplett. Und deswegen, das wollte ich euch einmal zeigen, diese großartige Box. Sowas sieht man gar nicht mehr. Es ist ja, wie gesagt, 85 bis 87 bei uns oder 84 bis 87. Und das ist noch im guten Zustand erhalten. Einfach großartig, sogar deutsche Texte drauf. Hier steht sogar beim Zusammenbau, die müssen übrigens zusammengebaut werden, da komme ich gleich nochmal drauf. Beim Zusammenbau wird manchmal Hilfe von Erwachsenen benötigt. Kleben nicht erforderlich. Ja, das Kleben musste man nicht, nur zusammenstecken. Gut, Aufkleber konnte man aufkleben, aber das war's. Hier seht ihr auch die Raupe, das ist die Packung, Slizersoid. Hinten, was es so gab, viel Englisch, weil die sind importiert worden, haben aber deutsche Texte zum größten Teil. Hier steht ja auch sich fortbewegende Monstermaschinen. Interessant ist dieser Aufkleber, wo fantastische Urweltwesen draufsteht. Dann steht da, leicht zu bauen, mit Freunde sammeln. Sammeln, ja, auch sammeln, da fehlt das E hinten, wenn ihr genau guckt. Ganz lustig. Neue Zoids erschaffen mit Aufziehenergie voll beweglich. Ja, die waren beweglich. Der hier hatte Batterien. Kann man hier hinten sehen. Ich habe es jetzt nicht komplett. Der ist leider auch nicht komplett zusammengebaut. Warum, erzähle ich euch auch gleich noch. Hier werden Batterien und dann kann er selbstständig laufen. Oder hier so ein Aufziehmotor. Leider funktionieren die auch nicht immer. Mit dem Aufziehmotor mal sehen. Ich versuche es mal hier bei dem Slizersoid. Ja, auf dem Tisch geht es nicht wirklich, aber er würde drehen und dann sich vorwärts bewegen. Und Pilot, der sitzt hier drin, hier vorne, so eine kleine Kanzel, da sitzt der Pilot drin, einfach cool. Sehr schönes Spielzeug, wie gesagt, ich habe jetzt von dem die Box erworben, hat mal, hier ist sogar noch der D-Mark-Preis, 12,50 € gekostet, was normaler Preis dann war. Einige, wie gesagt, habe ich gehabt. Boxen habe ich alle damals mich von getrennt. Das ist sehr, sehr schade eigentlich. Und das hat man ja auch nicht alle Tage. Ja, es gab ja noch die zweite Figur. Der Skorpion habe ich auch in der Box. Skorpo Zeut. Auch gleicher Titel eben halt, mit dem gleichen Schreibfehler drin. Ihr seht auch schon das Bild da. Hat mal 14,95 € gekostet. Hinten könnt ihr noch ein paar andere Zoids sehen. Auch großartig. Eben halt. Und die kamen komplett mit Anleitung. Also die sind alle komplett. Mal hier hinstellen. Und dann auch diese Anleitung. Die habe ich leider auch weggeschmissen. Sehr traurig. Und da wird gezeigt, wie sie zusammengebaut werden. So. Bevor ich das nochmal über das Zusammenbau rede, muss ich natürlich, ihr seid gespannt sicherlich, für Zoidzilla, da habe ich auch die Box und das ist einfach nur Wahnsinn. Guckt euch das an. Ist nicht im mega besten Zustand der Karton, aber wann findet man den? Natürlich auch den deutschen, mit dem deutschen Aufkleber, auch mit vielen deutschen Texten. Hier seht ihr auch, hier steht, mit kraftvollen Schritten und glühenden Augen stapft er den roten Zoids entgegen. Seine Pranken bewegen sich, um einzugreifen. Ja, mit
licht- und motorisiert. Wahnsinn. Hier seht ihr auch, ich drehe ihn einmal komplett. Einige Zeus, gegen die er kämpft. Ein paar von denen habe ich. Eigentlich davon noch zwei. Ich habe den hier und ich habe den hier. Aber da komme ich ein anderes Mal drüber. Ich wollte euch ja das hier zeigen. Also eine großartige Box. Hier könnt ihr auch noch mal ihn in der Seite sehen. Ja, wirklich toll. Hier wird er mit zwei Batterien wird er betrieben. Die sind jetzt nicht enthalten. Ich habe sie auch nicht eingebaut. Ich weiß auch nicht genau, ob er funktioniert, als ich es aufgekauft habe. Es ist halt ein Vitrinenstück. Eben halt ein wunderbares Stück. Ich versuche mal hier hinzustellen, den Karton. Na, ein Stück rüber kann er auch. Absolut großartig. Ja. Tolle Figuren, für mich eine Kindheitserinnerung. Viele, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber absolut großartig. Ein, ja, interessantes Spielzeug. Hier sagt jetzt mit neu bauen, weil man konnte sie zusammenbauen. Sie waren wirklich so, ich habe jetzt hier die Einzeltüten, wie zum Beispiel die Einzelteile, habe ich zusammen, sind dann alles so Zubehör, das ist auch alles komplett dabei. Hier ist auch noch eine kleine Anleitung, auch nochmal von dem Zeuzilla. Und im Endeffekt kommen die so, die Teile. Nicht in so einer Tüte, aber in einer anderen Tüte. Ihr müsst sie dann komplett zusammenbauen. Das ist eben halt das System. Und dann habt ihr, ich zeige es euch am Zeuzilla-Bauplan. Den habt ihr dann so. Und dann wird der nach Bauplan zusammengesteckt. Das ist im Endeffekt wie so typische Bausätze von Flugzeugen, Autos, von den ganzen, ja, ja, ihr kennt diese Bastelsachen wie für Eisenbahnen und Co., was man da zusammenbauen kann, Modelle. Nur es wird nicht geklebt. Dafür, und das ist das Problem, warum man sie heutzutage kaum noch benutzen kann oder sehr vorsichtig mit umgehen muss. Denn die wurden zusammengesteckt und fixiert mit so, ich habe sie hier so mit so Gumminüpseln, mit so einem kleinen Nüpseln. Das ist jetzt noch weich, aber die werden hart. Und dann natürlich ist es schwer, sie auseinanderzunehmen bzw. auch wieder zusammenzustecken, wenn die abfallen. Teilweise zerbrechen die, sie bröckeln auch, weil der Weichmacher sich auflöst. Ist halt über 30 Jahre alt, das ganze Spielzeug. Ihr könnt ja ausrechnen, 85. Bei uns zwar 85 vielleicht erschienen, aber schon 2 Jahre vorher in Japan produziert. Das macht das ja weit über 30 Jahre. Das ist Wahnsinn, dass sie überhaupt so lange gehalten haben. Und das ist die Schwäche eben halt bei den Figuren. Deswegen habe ich den auch einerseits nicht weiter zusammengebaut. Ich würde ihn sehr gerne euch zeigen, wie er auch sich bewegt. Ich möchte ihn irgendwann in eine Vitrine stellen. Das Problem ist eben halt, ich habe im Moment keinen Platz für eine Vitrine, wo er rein soll. Deswegen wird er auch wieder vorsichtig ein bisschen abgebaut. Den Kopf kann man abnehmen, der ist lose auch drauf. Deswegen bin ich sehr vorsichtig und den Schwanz kann ich abnehmen. Und dann wird er in die Box wieder getan, um da geschützt zu bleiben. Aber ich musste ihn euch einfach zeigen, es ist ein großartiges Spielzeug damals gewesen. Wie man nun hieraus neue Figuren erschaffen kann, weiß ich nicht. Es ist schon sehr zusammengesetzt auf das System. Ihr seht es ja, die Raupe, das ist sehr formschön. Wie soll ich da eine neue Figur erschaffen? Auch bei dem Zoid. Es ist ja sehr festgelegt auf eine Art. Mag angehen, dass man es geht, man hat es aber auch nicht gemacht. Ich habe nie versucht, einen anderen Zoid zusammenzubauen oder so mit 2 Köpfen, noch 3 Arme dazu oder so. Gibt bestimmt welche, die es können und so weiter. Ich habe es nicht gemacht. Das soll es aber auch jetzt gewesen sein. Es war ein Zeigen dieses wunderbaren Spielzeuges, Zoids. Und ja, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare bitte. Darüber freue ich mich immer. Liked oder ja, liked überhaupt das Video, wenn euch das gefallen hat. Ja, und wir sehen uns im nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Sascha.